Dann. Wir sehen gut aus. Wir. Aber jetzt sind wir doch nach Hatay wegen dem Turnier gegangen. Okay, das können wir später machen. Wir gehen jetzt nach Uschice. Ah, da können wir nach Tallenberg vorbei. Das heißt, wir gehen erstmal nach Ledetschko. Oder haben wir hier noch ein paar Sachen auf? Da ist auch noch ein Questgeber. Gehen wir erstmal zum Questgeber. Wenn wir schon wieder hier sind. Und wir könnten ein paar Sachen bei, bei Peschek verkaufen. Seine Tataren haben, plündern das ganze Land. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Wohl wahr, dem Herrgott sei Dank. Gott schütze dich. Gleichfalls. Erst den Weg, Bürger. Ja! So, das war jetzt nicht geplant, aber eigentlich müssten wir weiter. Aber ich könnte noch kurz was kaufen. Ja. So, denn Köter hat sich sehr gut benommen. Werte Händlerin, ich bräuchte Glück ihr bestes Fleisch. Ja. Wir möchten gerne. Alles Gute. Er bekommt eine ganze Rinderhüfte. Und ich kaufe mir eine Salami. Ganz schön teuer. So, Köder. Zu mir. Ja, da ist Köder. Komm mit. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hier die ganze Rinderhüfte. Braver Junge. Das hat er verstanden. So endlich. Ist dann schauen wir nochmal kurz auf die Fähigkeiten. Wir hätten hier Werte, Stärke zum Beispiel. Hackesel hätte ich gerne. 25 Pfund mehr. Mit einem Treffer vom Kopf umhauen. Nee, wir wollen mehr tragen. Sehr gut. Und Agilität. Nicht Hässlichkeit, sondern Geschicklichkeit. Würfelglück. Deine Chancen auf einen guten Würfelglück erhöhen sich. Wenn du im Kampf erfolgreich ausweichst, sinkt die Moral deines Gegners. Mit dem Würfelglück. Heute wird ein guter Tag. Schaut euch diese Gurken an. Sie bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greift zu, bevor sie weg sind. So, währenddessen stelle ich nochmal kurz, weil wir haben jetzt... Okay, jetzt hat es doch geladen. Ich mache es wieder synchron bei mir. So, so, so und fertig. Nee, sehr gut. Und rein hier auf zum Apotheker. Ich hätte gern deinen feinsten Wein. Glück und Gesundheit. Beziehungsweise wir bräuchten was anderes. Retterschnaps bräuchten wir. Da kaufe ich jetzt richtig ein, jetzt wo wir die Chance haben. Ich schau gerade, hat er ein Rezept für einen Retterschnaps? Wasser der Lethe? Nachtfalke. Hat er nicht. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Denn so richtig rettet der Schnaps mich nicht. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast.
Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. War meine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Endlich können wir wieder speichern. Nee, das ist die Pebbles, das ist irgendeine Wache. Hey, bleib stehen! Nein. Zeig mir, was du bei dir trägst. Obwohl, eigentlich könnten wir. Wir haben ja alles weggetan. Sicherheit geht vor. Wie du willst. Das ist gestohlen, verflucht. Und das auch. Her damit und sei froh, dass dir nichts Schlimmeres blüht. Jetzt darfst du hinein. Was habe ich gestohlen? Wächter? Okay, wir dürfen nicht mehr mit ihm reden. Meine Waffe ist es nicht. Ziemlich viel von meiner Rüstung. Wir kaufen uns mal ein bisschen was ein. Traut euch nur! Kommt her! Schmied, rein mit dir. Wir brauchen gute Rüstung. Rüstmeister, hallöchen. Glück und Gesundheit. Ja, ich hatte kein Glück und meine Gesundheit ist bedroht. Gott behüte dich. Ich bräuchte eine Rüstung und zwar das Beste mit dem höchsten Verteidigungswert. Hier, mailändische. Wir haben deutlich 4,1000. Etwas günstigeres. 1000, boah. Günstige Schulterplatten, die sehen auch nicht schlecht aus. 708, boah, das ist so teuer. Die nehmen wir mal. Ein Gamberson. Ich glaube, da haben wir einen anderen in der Truhe. So, da fehlt noch was. Ja, ich glaube, eine bunte. Nee, was ist denn das? Eine Oberbekleidung. Ein Hemd fehlt. Nee, das kaufen wir schon. Wir machen es nur ein bisschen günstiger. Besprechen wir den Preis. Ja. Ist gut. Wie wär's damit? Darauf würde ich. Ja, fast. Und jetzt? In Ordnung. Sehr gut. Unser Ruf ist gar nicht mal so schlecht hier. Da nicht. Gurken. Ich kaufe noch ein Brot. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Brot. Lebe wohl. Und ein Brötchen. Nee, Brezel, ganz ehrlich. 2. Dankeschön. Ist meine Waffe eigentlich kaputt? Verteidigungszustand ist super vor der Waffe. Dann zum Questgeber. Brot! Brot! Ja. Semmeln und Brezel! Und rein hier. Genau hier war's. So, was ist hier los? Oben war das. Du da, was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich, oder ich trete dir in den Arsch. Ich würde gern, aber möchtest du vielleicht von der Tür weggehen? Ich wusste nicht, dass ich hier nicht rein darf. Bist du taub? Ich gehe ja schon. Vielleicht war es oben. Hier drin? Oh. Herr Hans. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile.
Die einzige Lektüre ist die Bibel und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen in meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataia Beda begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Weshalb die Bäder? Für wie lange? Weshalb die Bäder? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Was sagst du? Kommst du mit? Ja. Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen, es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Okay. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Alles Gute. Wann ist denn Abend? Jetzt eigentlich schon. Bräuchte eine bessere Kleidung dafür. Okay, das heißt, wir gehen schnell zu Peschek. Wir ziehen uns um, nehmen gute Kleidung, rennen dann zu Hans. Und auf geht's. Da. So. Wupp. Wasser waren. So, ich mache jetzt mein feinstes Gewand. Schnell zur Truhe. Ich brauche Kleidung. Da. Auf. Rein. Auf. So. Rüstung. Wir bräuchten. Wir nehmen alles mit. So, Rüstung. Das teuerste nehmen wir. Ein edler Hut? Nee, der passt nicht. Erstmal alles, was wir haben, weg. Das teuerste. Edle dunkle Schuhe. Damit fangen wir an. Rot-weiße Bein-Doppelbein-Dinger. Sieht echt nicht gut aus. Ah, die blaue Jacke sieht doch gut aus. Kettenhaube? Nee. Gelb-grün. Leichte verzierte Bein-Dinger. Rote Bein-Dinger. Naja, vielleicht, das passt ein bisschen zu blau. Auch vielleicht finden wir was Besseres dazu. Ein super blauer Chaperon. Oder ein roter diesmal. Dann passt das zu der Hose. Bourbon des Leiperadels. Vielleicht können wir dann die blaue Jacke weghauen. Nein, bloß nicht. Weg damit. Ein grüner Wams. Ja, warum nicht? Ganz ehrlich. Dazu noch einen Eisenhut. Und dann noch die Beine. Okay, das sieht auch nicht schlecht aus. Das wird immer seltsamer. Das Rundhut. Charisma 14 für den Ring. Was bringt uns unser Ring? Wo haben wir den? Da, Biancas Ring. Charisma 11. Der ist sogar schlechter.
Wir enttragen ihn trotzdem. Charisma 13 nochmal, das ist auch nicht schlecht. Oder so eine schwarze Jacke. Oder so eine grüne Weste. Das so modisch? Nee. Watercord? Nee, das passt nicht. Habe ich dann ein verziertes Hemd? Das können wir gut drunter tragen. Das ist gar nicht mehr so schlecht, wenn wir das weglegen. Ja, nehmen wir doch das. Nee, so eine Kugel passt nicht. Dunkel, das auch nicht. Schmiedeschürze. Nee. Jagdstiefel geknöpft, grau. Nee, modisches Hemd. Nee, hat zu wenig Farbe. Ein schwarzer Schal, das können wir noch nehmen. Obwohl ohne eigentlich besser ausschaut. Wappenrock, nee, modisches Hemd. Nee, verziert, edel. Nee. Einfach nur Schlappen, auch nicht. Arbeitshemd, Engelrute, altes Hemd. Nee, ich brauche irgendwas, einen Strohhut zum Beispiel. Nee, es passt auch nicht. Leinenhemd. Ich nehme nicht das Leichentuch. Wir sehen ganz gut aus, so wie wir jetzt gerade ausschauen. Ich glaube, das passt. Ja, ich bin natürlich vollgeladen. Dann ist weg. Inventar, Rüstung. Es ist wieder eine Menge. Das müsste ich mal alles verkaufen. Ich könnte eigentlich im... Nee, können wir nicht. Wir machen das, wir gehen ins Bad. Ich bräuchte also eigentlich... Die kann ich ja eigentlich kurz ablegen. Das, das und das. Das geht doch. Also, hi Theresa, ich gehe jetzt ins Bad. Bis später. Wupp, auf zu Hans. So, machen wir noch ein bisschen sauber. Sehr gut. Also, wo ist Hans? Rüstkammer, Rüstkammer. Ich glaube, wir haben die Quest gar nicht aktiv. Questlog, wir müssen die Wege des Herren. Nee, Vergeltung im siebten Himmel. Ah, da haben wir es doch. In Gottes Hand erstmal nicht. Siebtes Himmel, da. Siebter Himmel, ja. Auf jetzt. Die Kleidung spiegelt mich wieder. Ein feiner Herr, aber trotzdem wehrhaft. Das reinigt den Körper und erhält die Seele. Du solltest öfter kommen. Wo ist er denn? Ist er da drin? Hans? Setzen? Warte, was steht denn in der Quest drauf? Im siebten Himmel. Komm am Abend zum Hans. Okay. Am Abend erst. Was denkt denn Heinrich dazu? Wie ich mich ins Badehaus aufmachte, um Herrn Hans Kapern zu treffen und was uns dort widerfuhr. Ich versprach Herrn Hans im Rathaer Badehaus zu ihm zu stoßen. Ich muss eine Weile warten und ihm Zeit geben, damit er eine der Zuberdirnen näher kennenlernen kann. Okay, Köter, du bleibst mal hier. Bei Fuß, Köter.
Ist sie Dona? Gute Gesundheit. Dankeschön. Dann viel Glück. Was geht da draußen vor? Hey! Alles okay, Zubermädchen. Wir... Grüße. Hi. Gott sei mit dir. Dankeschön. Ich bin auch immer mit mir. Ah, da ist er ja. Herr Hans. Anscheinend doch nichts. Was? Was ist das? Ah, Sidonia. Du hast doch Zeit, dich um mich zu kümmern, nicht wahr? Gewiss doch, Herr Carpon. Nun denn, dann lass uns loslegen. Okay, sie geht auch rein. Rücke wir doch mal mit. Bis zum jüngsten Tag hier zu stehen? Verdirbst die Stimmung. Ist es nicht so, Sidonia? Wirklich, Heinrich. Geh und gewähre uns etwas Privatsphäre. Okay, ich warte draußen. Ja, ja. Was mache ich jetzt? Mist. Ma'am, ich muss jetzt... Suchst du etwas Bestimmtes? Benutzen? Ich benutze diese Tür. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Da bin ich ja. Einen Moment noch. Warte. Ich bin fertig mit Benutzen. Ist etwas passiert? Ich weiß es nicht. Die Tür. Ich habe sie vernutzt. Ja, Hans, man sieht ja gar nichts. Aber da liegt er. Wie kann ich dienen, Herr? Du musst mir einen Gefallen tun, Heinrich. Schon wieder? Wir machen mal. Gewiss, Herr. Gut. Sidonia ist eine teuflische Würflerin. Sie hat so oft gewonnen, bis ich nackt war. Und ich konnte ihr kein einziges Stück Stoff entreißen. Dann ziehe ich sie aus. Nee, so läuft das nicht. Es lief nicht wie geplant. Es lief also nicht wie geplant? Nicht wirklich. Vielleicht kannst du es besser. Das kann ich. Also gut. Du musst Sidonia im Würfeln besiegen. Ich will nicht der Einzige sein, der seinen Arsch zur Schau stellt. Naja, warum eigentlich nicht? Sicher doch. Warum nicht? Achso, ich meine, warum will er nicht seinen Arsch zur Schau stellen? Ja, ja. So, Sidonia, es wird Zeit. Na, wie geht es euch allen eigentlich? Nun ja, Herr Carpon scheucht uns ein wenig umher. Nichts, das wir nicht gewohnt wären. Wie wäre es, wenn wir würfeln? Bist du sicher? Was täte ich denn mit zwei nackten Männern? Tja, ziemlich vorlaut. Ich bin jetzt ein Gott im Würfeln. Nur nicht jetzt, ganz sicher. Ah. Dann zeig mal, wie gut du bist. Gott beschütze dich. Mit der Macht des Dreifaltigkeitswürfels, meinen Beta-Würfel und den Zielwürfel, besiege ich dich und schicke Heilige dich ins Barbara, Gottesreich. Führe meine Hand. Und da sehen wir auch gleich. Keine Chance. Sieh an, das war unerwartet. Auch gar nicht so schlecht. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht.
Ja, das ist lieber. Jetzt kommt der Untergang. Eins, zwei, weil da wären wir auf 300. Dann fehlen wir uns nur noch 50. Wir riskieren es. Hast du Angst, dass ich die Punkte abnutze? Ich versuch's ja, Hans. Ich versuch's. Da hast du aber nicht gerade einen guten Start erwischt. Wir versuchen's nochmal. Komm schon. Sehr mutig, mich herauszufordern. Ich gewinne immer. Das wollen wir mal sehen. 1, 2, 3. Wir haben 6. Und das dann eben auch noch mit. Gut. Schlechter Zug. Aber ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Habe ich jetzt eine Kleidung verloren? Ich glaube schon. Meine Hände sind nicht mehr mit. Ich glaub's nicht. Ich schaff's schon. Komm schon. Ich brauch nur 1000. 5. Wir sind so knapp dran. Wir gehen auf Safe. Scheinbar 200 Punkte. Hat dein Wahnsinn einen Sinn. Wir kriegen noch 200 Punkte. Mal sehen. Ja, sie geht auch Safe. Das war's mit dir. Aber doch nicht. Kratzt er sich die Punkte zusammen. Jetzt wird's was. Das war's. Kein Glück heute. Sieh an, endlich ernsthafte Konkurrenz. Weißt, und weiter geht's. Gewinnen, ja? Möge die Bessere gewinnen. Ist hier die Mütze verloren? Wir müssen das aber tun für Hans. Ich riskier's. Sieht gut aus. Scheinbar hat dein Wahnsinn einen Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah. Oh nein. Pech gehabt, meine Herren. Ich schätze, ihr hättet nun gern, dass ich ebenfalls blank ziehe. Jetzt, wo du es sagst. Tut mir leid, aber ich muss auch irgendwann schlafen. Verdammt. Ich könnte auch ein Bad vertragen. Sind Sie blank und hüpf rein. Ja. Klar, warum nicht? Leg die Kleider in die Truhe. Aber mein Hemd sieht so cool aus. Welche Truhe? Ah, Kleidung ablegen und supersteigen. Mach Platz, Hans. Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Also, nimm's nicht persönlich. Aber das war wirklich allerhöchste Zeit, Heinrich. Gab schon Kuhfladen, die weniger stanken. Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink! Nicht besonders gut, aber zur Not tut er es auch. Jo. Da sage ich nicht nein. Her damit. So ist recht. So erholst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich. Wie denn sonst? Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Der Henker hat ein Herzliebchen? Oh. Wusstest du, dass der Henker ein Herzliebchen hat? Echt? Ist sie ein Wiedergänger? Nein, eine Sterbliche. Ihr Name ist Eliska. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen.
Ihr Gatte wurde von ihm hingerichtet. Du lieber Schwan. Tja, anders kann er sich vermutlich keine Frau angeln. Und wie geht's dir? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Bäder sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Du wirst alles im Auge behalten, oder? Clara, bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Was war das? Clara, Liebste! Du musst doch zugeben, meine Teure. Der Wein ist wirklich bescheiden. Sag an Herrn Skarpott, was sind nun schon wieder vom Herrn? Er möchte Wein. Besseren Wein. Herr Hans, warte erstmal. Habt ihr Wein? Haben Sie nicht. Gott schütze dich. Hans, was ist eigentlich los? Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Ja. Lieber tränke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Und du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Ja. Na gut. Was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Ich wüsste gerne etwas über diesen Wein. Was denn? Ich kann einfach hingehen und nehmen, was ich will? Ja. Nein, eigentlich nicht. Es wäre gut, wenn dich niemand sieht. Oh. Aha. Ja. Dieser Wein wird nicht etwa hinter Schloss und Riegel gelagert. Bestimmt. Aber das hält einen schlauen Burschen wie dich doch nicht auf, oder? Nein. Welcher Wein soll es sein? Der rote Silvaner. Das letzte Fass, ganz hinten rechts. Es ist leicht zu erkennen, weil es das einzige ist, das angezapft ist. Ganz hinten rechts, okay. Na gut. Also gut. Also gut, ich hole ihn. Ja. Guter Mann. Ich nehme einfach diesen Wein. Ich brauche eine Fackel. Gut, dann such im Keller, beschaffe einen Krug. Hier ist ein Krug. Wo kriege ich einen Krug her? Krug. Okay, schauen wir mal. Oh Gott. Nach einer Weile stieß ich zu Herr Hans im Badehaus und fand ihn in guter Verfassung vor. Offenbar tut ihm der Besuch dort richtig gut. Herr Hans war halb nackt und froh, als ich eintraf. Jetzt konnte ich an seiner Stadt mit einer Superdirne würfeln. Herr Hans wollte, dass ich mit so einer würfel, aber sie war keine Anfängerin. Herr Hans Entkleidungszustand sprach Bände. Herr Hans wollte, dass ich mich ausziehe und zu ihm in den Zuber steige. Er trinkt offenbar nicht gerne alleine. Ich hätte es mir denken können. Der Wein des Badehauses ist dem edlen Herrn nicht gut genug. So hat er mich mitten in der Nacht losgehetzt, um besseren zu besorgen. Ich soll einen Krug roten Silvaner aus Herrn Hanusch Privatsammlung holen. Ich bezweifle, dass ich zu dieser Stunde einfach so ins Rathaus eingelassen werde, insbesondere in diesem Zustand. Das ganze Fass kann ich nicht tragen. Ich muss irgendwo einen Krug auftreiben. Am einfachsten gelangt man über die Hintertür im Erdgeschoss ins Rathaus. Okay. Wenn man dann durch die Küche geht, erreicht man eine Treppe und direkt gegenüber der Treppe befindet sich der Eingang zum Keller, das kann ich mir nicht merken. Wenn ich mir über die Hintertüren oben zutritt im Rathaus. Okay, Hintertür im Erdgeschoss im Rathaus. Wir finden schon eine Tür. Optimal suche im Keller des Rathaus Dings, optimal beschaffe einen Krug. Optional beschaffe, gelange über die Hintertür. Hintertür, okay. Wird alles gezeigt. Wir müssen nur schauen. Karte.
Ich weiß nicht, wo der Krug ist. Irgendwo auf der Welt befindet sich ein Krug. Nur nicht hier. Das sind vier. Okay, der Krug befindet sich hier. Dann gehen wir dahin. In dem Zustand. Alles für den Hans. Komm schon, Pebbles, wir haben eine wichtige Mission. Ja. Autsch. Autsch. Das kann etwas werden.